Hallo, willkommen zurück bei einer neuen Folge GTA Online und ja, wir sind hier im Slay Massive Soccer Mode in der Lobby. Hier hat der Erik gerade eröffnet und wir spielen jetzt so ein Ründchen Fußball, wenn das so funktioniert. Hoffe ich mal. Ich hoffe vor allen Dingen, dass es funktioniert mit den Leuten. Ne? Was? Nochmal? Erstellt von AFG Currywurst, sieht man da unten. Ja. Ich habe versucht. Auf jeden, das Problem ist nur, dass halt manchmal die Leute nicht die Regeln verstehen. Man muss ja irgendwie den Punktestand auch anzeigen. Da muss halt immer einer von dem Team dann getötet werden, damit das Tor auch zählt. Ich muss den Curry mal ein bisschen lauter machen. Ja. Ja, das ist, ja, auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Es ist quasi Fußball. Da oben steht auch Lust auf ein kleines Ründchen Fußball. Dann könnt ihr hier in 2 5er-Teams gegeneinander antreten. Regeln: jedes Mal, wenn ein Team ein Tor erzielt, muss dafür nur ein Spieler aus dem anderen Team getötet werden, damit die Punkte auch angezeigt werden. Ich glaube, es wird ein Chaos enden. Ich glaube auch. Ja. Ebenfalls. So. Ich will in ein Team? Ah, ich. Okay. So. Ich bin bereit. Play Massive, Militärschützen. Welche Teams so gibt's denn? Ach, ich bin mit Muff. Ich bin gar nicht mit euch in einem Team. Ich bin mit den ganzen anderen in einem Team. Du bist im Gegner, welchem Team? Was? Aber ich kann das doch auch nicht. da habe ich ja die richtig Glück gehabt. Kann das wahrscheinlich besser als wir. Also nee, das weiß ich nicht. Bin ich jetzt ein bisschen lauter? Jetzt bist du voll laut, Alter. Jetzt bin ich voll laut. Jetzt bist du voll laut. Okay, also, wir schnappen uns jetzt alle so ein Gefährt, ne? Genau, und da ist der Briefkasten, den muss man. Das ist der Ball. Muff, schnapp dir doch mal ganz kurz. Der Briefkasten ist der Ball. Alter, Junge. Ah, der hat schon mal nicht kapiert. Jetzt steigt er auch aus. Fahren, oder? Oh Gott, die waren schon. Oh nein! Alter. ist ja toll. Der rennt mir vor den Golfkart. Das ist ja super geil, das Spiel. Ja. Jetzt muss aber. Nein, pass auf, wir brauchen Torwart. Nein! Ja, die haben schon Tor gemacht. Alter. 1-0. Wurde nicht gezählt, oder? Ja, weil die müssen jetzt einen aus unserem Alter, Team killen, was macht damit das zählt. Ah, ich glaube, einer wurde gekillt gerade, oder? Nee, ich muss doch nicht getötet werden. Warte, die töten mich gerade, lass mal kurz. Sehr gut. Wir haben nämlich schon mal mit denen gespielt, die wissen schon. Ist aber geil. Ist geil, mit dem Fußballfeld und so. Was? Ja, ich komm wieder, genau. Ja, super. Und wenn sie mich dann jetzt töten würden. Müssen wir den Briefkasten da hinten rausholen? Ja, am besten dann wieder einfach in die Mitte schieben. Irgendwie fehlt bei uns ein Spieler, da ist ein Golfkart ist leer bei uns. Ja, das ist vom Curry, glaube ich. Ja, das bringt doch jetzt nichts, wenn du mich hier die ganze Zeit anfährst, Alter. Einer muss ja den Briefkasten nicht wiederholen. Gibt's nur einen Briefkasten? Hier hinten sind Briefkasten, ich hole einen. Tundra, bleib im Wagen. Bleib im Wagen. Nicht. Nein, steig nicht bei mir ein. Bei mir Tundra, steig in deinen Wagen. Ah, okay, der Benny holt den Briefkasten. Super. Jetzt? Da hinten sehe ich eine Prügelei. Alter, mach, glaub mir meinen Caddy, was soll das denn? Hallo? Da ist der Ball. Haben wir einen richtigen Anstoß? Junge. Raus da. Ja. Machen wir Anstoß oder nicht? Oh, ja, nicht das Problem ist halt, dass halt manche nicht Bescheid wissen. Deswegen ist halt immer ein bisschen problematisch. Also Anstoß dann. Einfach. Okay, einfach weiter, komm. Sobald der Ball wieder drin ist. Wir können uns ja jetzt einfach den Punkt... 1-0 für Team Rot. Ja, genau. Merken und ich halte nur der Rider auf. Hol den Müll da raus. Ich halte wenn, du nicht, auf. Wenn du nicht so schnell gegen den Briefkasten fährst, dann kannst du den sogar lenken ein bisschen. Ich halte den aus. Hier, guck mal. Alter, Maff. Das war das gute Spiel, Alter. Fußball. Ich meine, die Spieler sind super. Aber wie krass, was die Leute alles aus GTA Online rausholen. Das ist mir echt, das ist echt unfassbar. Den so. Maff. Meine Fresse, wieder mit dem Sender. Das muss ja der Curry sagen, dass er der Curry aus GTA Online rausholt. Das ist ja sogar eine Karte hier von einem, dem guten Currywurst, der hier gerade... Tor. Nein! 1-1. Alter, ja, jetzt habe ich einmal nicht aufgepasst, da kommt der scheiß Briefkasten rein. So, aber Curry, erklär mir mal jetzt, warum einer sterben muss. Ja, weil du hast ja du kannst das ja nicht so einstellen, du kannst das halt ja nicht so programmieren, dass das halt automatisch hier als Tor gezählt wird. Da müsste man sich nicht merken einfach, ne? Ja, das kann man sich natürlich auch einfach merken. Alter, dieser Maff. Ich verstehe, was du meinst. Wo ist denn dein Car, Tobi? Ja, das hat sich dieser Maff geklaut. Alter, ich lade mich die ganze Zeit kaputt, wie du den... Komm schon, wir müssen... Ich fahr den jetzt platt. Nee, da geht das Stück ja nicht. Ach, ihr habt ja schon wieder einen Ball drin. Alter, dieser Kackjunge. Ja, natürlich. Naja, Curry, Alter. Nix da. Du lässt unseren Mann in Ruhe. Was? Ich mach's halt. Der Benny, Kacker. Hier, verpiss dich, Benny. Den Ball gebe ich nicht wieder frei. Weg. Unser Tor gerade. Alter, Mick C spielt gegen uns, habe ich das Gefühl. Ja, der ist am besten den Briefkasten eben da rausholen, kurz, sonst hängt er da die ganze Zeit fest. Ich hol den mal raus und trag ihn zu eurem Tor. Alter! Gib mir meine Karre zurück, du Schwein! Oh nein! Das ist das beste Fußballspiel der Welt! Scheiße! Nochmal drüber fahren hier, ey!
Alter, was ist denn? Er klettert auf. Ah ja, sehr gut. Ah, okay, cool. Wegtreten. Alter, zieh jetzt eine Knarre. Geht leider nicht, hab ich schon probiert, sonst hätte ich den Machen auf den längst weggeballert. Wow. Alter. Dann nimm einfach sein, Caddy. Der Briefkasten ist frei. Macht der Tundra, Alter. Was ist denn mit den Leuten los? Schön, Benny. Ja, der Briefkasten ist frei. Okay, okay, geil, geil, geil. Ja, Curry, Flanke. Warte, wenn die jetzt wegfahren? Mick steht bei mir, der Mick C tanzt da oben, der andere tritt seinen Wagen kaputt, Alter. Ich hab voll das Spastenteam. Ja, aber was ist denn los mit euch, Leute? Nur der Rider kämpft da hier. So, Danny, du musst da wegfahren. Ah, oh, jetzt probiert mich Matt mal wieder rauszureißen. Er checkt's nicht. Ja, der ist ein bisschen nervig, der Typ. Ich weiß auch nicht, was der für Probleme hat. Aua! Boah, das war mal ein Foul. Das war kein Foul, das war gerechtfertigt. Alter, lass das! Ihr seid alle gegen mich! So, einer ist abgesperrt. Ey, das ist Sperren, Alter, hör auf. Ja, kannst du mal sehen. Hab ich bei deinem Verein gelernt. Hab ich bei Eintracht Frankfurt gelernt. Ja, ja, komm. Ja. Ich würde, nein. Doch. Kommst du, das ist gut, Curry. Ich hau dir jetzt um. Komm schon, komm schon. Nein, ich brauche noch, einmal. Das wird ein Wembley-Tor, das wird ein Wembley-Tor. Komm, jetzt, Benny, wir jetzt mal zusammen. Aua. Ja, 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 weg mit der Pille, weg mit der Pille. Ja, komm, komm, komm. Jawohl, Alter, jawohl, ich hab geglitscht, ich bin weggeglitscht, ich bin weggeglitscht, das ist unfair. Ich kann nicht mehr fahren. Drück mich mal an, ich hab ihn über die Linie. Ich drück dich an. Nein, nein, ist das nein, ja. Er ist drin, 2-1. Alter, Mick C fliegt, statt in deine Karre, du Arsch. Mann, Alter, vor allem probiert mich Matt die ganze Zeit tot zu fahren, der checkt's auch nicht irgendwie ganz, oder? Ey, unser Tor ist ja kaputt. Ja, das ist kaputt, das ist... Aus Zorn, das ist aus Zorn entstanden. So. Oh, da kommt schon der Briefkasten wieder. Nein. Da kommt schon, oh, schöner Tackle von Tobi. Alter, wer ist denn auf deinen Rädern? Der Briefkasten ist wieder ein Spiel. 2-1. Ach, der Mick C, da ist ja nicht schade drum. Für uns, aber oh, das war natürlich jetzt auf fairem Stand mit dem Team. Ah, oh, ey, Curry. Leute. Curry, ich zahl dir Ablöse. Ja, dann nimm dein scheiß Auto. Du brauchst doch Geld in GTA. Ich zahl dir Ablöse, Alter. Ey, der Briefkasten ist irgendwie in meinem Wagen. Egal, dann geht's nicht so. Ey, sag mal, Maff, kannst du mal bitte aufhören? Könnt ihr mal Maff langsam blocken? Ey, ohne Scheiß, nervt. Komm, Benny. Die Aktion, ey. Behindert einfach nur. Sorry, ist das so sage? Nee, ist auch so. Echt eine Schande für die Behinderten, ey. Wo ist mein Briefkasten eigentlich? Da ist er, da ist er. Warte, weg. Oh. Was? Oh, aufpassen. Oh. Schön, Benny. Aufpassen. Der Benny hat's drauf. Pandoria macht hier den Keeper. Nein. Hab mich umgehauen, der McC-Freak. Egal. Wir haben den Ball. Jawohl, Tobi. Tobinator. Oh, komm schon. Eintracht Frankfurt stinkt. Boah. Sag ich jetzt nur, um Tobi zu ärgern. Ich weiß gar nicht, wie er riecht. Jawohl. Nein. Ja. Nein. Jawohl. Curry, los. Nein. Weg mit der Pille. Komm, hau weg. Nein, nicht gegen mich. Ja, ich hab ihn. Nein, ich hab ihn nicht mehr. Jetzt hab ich ihn wieder. Nein, jetzt hab ich ihn nicht mehr. Nein, geh weg. Nein, verpiss dich. Alter, Tundra, mach dich nützlich. Ja, Tundra, super. Nein. Ja, Benni. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Ich seh den nicht mehr. Ja. Oh, Manno. 3-1. Aber gut, ihr könnt euch auch alle absprechen. Das Blöde ist, dass ich gerade ausreden. Maff mich die ganze Zeit aus dem Auto hauen wollen. Ja, und das Gute wäre, wenn Maff sich mal am Spiel beteiligen würde, hätte man einen Spieler mehr. Ja, das Ding, der hält mich ja die ganze Zeit ab. Ich will mich ja beteiligen, aber bitte ich glaube, sie verstehen es einfach gerade nicht. Ja, warum? Nee. Der Maff hat auch schon beim letzten Mal beim Rennen. Der Maff hat, ganz kurz, der hat das letzte Mal beim Rennen schon mal angehalten und weggeschossen, weißt du noch? Das ist genau das gleiche Früchtchen. Ich bin ja gerne. Der ist, glaube ich, ein bisschen lernbehindert oder so. Echt immer respektvoll eigentlich. Ja, aber irgendwo hört es auch auf. Fick dich ins Knie, du kleiner Fixer. Ja, aber endlich sagt's mal jemand. Das ist ganz ehrlich, so ein Aufmerksamkeitsdefizit. Ganz ehrlich, da haben die Eltern noch was falsch gemacht zu Weihnachten. Was ist denn Basti, ey? Der sitzt bestimmt halt da. Guck mal, ich hab Bronco Sarata geärgert. Geil, ey. Lifetime-Achievement, ey. Geil. Ja, jetzt war ich denn hier. Ist Benny tot. Oh, komm drauf, komm drauf, Benny. Ja. Dreh dich kaputt, den Bastard. Ey, was machst du, Benny? Ey, wo ist denn der Ball? Alter, war das? Der hat mich totgeglitscht. Der hat irgendeinen Glitch gemacht. Der lag am Boden und hat mich angeblich totgehauen, ey. Was ist das denn? Der cheatet auch noch. Oh, Entschuldige, Walle, ich wollte den eigentlich. Alter, sehr gut. Ich hätte den gerade umgehauen. Danke. Einfach drüber.
War so, so klar, dass das nicht funktioniert. Alter, was sind denn das für Spastis einfach? Ja, Tor! Tobi einfach durchgesetzt. Was sind das für Spastis auf dieser Mick-C-Freak, Alter? Alter! Jetzt reicht's, Benni. Ja, Benni. Ich hab ihn umgehauen, den Spasten, ey. Nein! Alter, okay, okay. Ist der ätzend. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Mick C sich jetzt am Spiel beteiligt oder ob er es immer noch sabotieren will oder was auch immer. Ah, er fängt mich schon wieder an, aus dem Auto zu ziehen. Du bist echt so ein kleiner Krüppel, ey, sorry. Zurück, das ist zurück. Auch wieder eine Beleidigung für Leute, die eine Behinderung dieser Art haben. Ey, das tut mir echt leid, dass ich es so sage. Gibt's eigentlich eine Blockliste? Ja, wir müssen den alle mal blocken gleichzeitig, glaube ich. Okay, der Mick C hat's auf Walle abgesehen. Wer ist überhaupt mit dem befreundet? Nicht nur der Mick C, der Maff auch. Alter, jetzt werde ich hier wieder von hinten überfahren. Ja, das ist ja der Mick C. Alter, das sind so eine Spasten, Alter. So eine Kinder. Ja, muss mir mal einer helfen. Hier, hau drauf. Oh, kann ja nicht, wenn Tundra. Der andere mich überfährt und der andere auf mich drauf. Alter, Maff, du kleiner Hurensohn, Alter. Die wollen das Spiel einfach sabotieren, Leute. So ja, ist es doch einfach. Das ist ja, mehr das wollen das. Das ist doch so nicht. Eine Missgeburt. Das sind so eine Kack-Kinder einfach, die zu Hause einfach nichts erreichen. Weißt du, in der Schule eine 3 geschrieben. Da sind sie stolz drauf, weil sie später bei Hartz-IV-Amt irgendwie anfragen können und selber das Formular ausfüllen können, weißt du? Ich hab einen Namen richtig geschrieben, Alter. Ich hab umgebracht. Ich hab voll Zukunft. Ich trete nochmal drauf, ey. Bullenhai-Testosteron. Schön, Benni. Ach, auch ja, Mann, beide erwischt, die Schweine. Sehr gut. So. Ah, Mist. Ach, kann man jetzt wieder Auto fahren? Ist doch kein Wunder, was das... Oh, jetzt werde ich auch rausgezogen. Ja, der Mick C-Freak ist super. Sorry, Leute, die Challenge können wir vergessen. Bedankt euch bitte bei Mick C-Freak und Maff. Ach Gott, ey, diese pubertären Kinder immer. Haben schon 3 Pickel am Sack und führen sich auch für Hulk Hogan, weißt du? Das ist unfassbar. Brother! Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Ja, aber echt. Boah, Tundra! Ich liege. Ach, jetzt nicht mehr. Cool, Geld eingesammelt. Hattest du ein neuer Caddy draußen? Ah ja, der Maff prügelt wieder um sich. Der macht nichts anderes. Nee, der macht doch nichts anderes. Oh, tschüss, Tobi. Oh, verdammt. Da hat er gerade Play Massive aus dem Wagen geschlagen. Ja. Schön. Steigen wir aus und verprügeln den jetzt nur noch, oder? Was haltet ihr von der Idee? Alle auf Maff. Ich hätte gerne. Es gibt nur eine Massenschlägerei, das ist das Blöde. Man kann sich leider kein Ziel aussuchen. Natürlich, wenn du Maff ziehst. Maff. Lass es sein, Maff. Oh, ich bin tot. Der Briefkasten glemmt. Naja, ein Vorteil hat es, dein Team steht hier 9 Punkte. Nee. Das ist aber nicht die echte Bewertung. Wir sind 3-1 in Führung. Nee, das wäre eigentlich ein schönes Fußballspiel geworden, wenn man... annulliert. Ja, eben, das wäre ein schönes Spiel geworden, wenn man... Der Junge geht mir so auf den Sack, ey. Da alle drauf kommen. Einfach fehlt. Oh nein, Gronkh! Hä? Was denn? Tundra-Golf. War das gar nicht. Das wärst du. Könnt ihr den denn umhauen? Nee, ich krieg den nicht klein, den Penner. Ja, der ist am Cheaten auch noch. Würde erklären, warum er irgendwie Level 254 ist. Ich hab den zweimal umgehauen schon. Krieg ich auch nicht down. Ich hatte den schon zweimal umgehauen. Ich hab den anderen jetzt auch gehabt. Der ist ja am rumglitschen. Ja, das ist echt wahr. Kann man so Leute eigentlich auf die Blocklist packen? Ja, muss man. Wenn man so Schwachmaten hat, mit denen man überhaupt nicht zusammenspielen will? Wäre gut, wenn man die irgendwie automatisch, dass die nicht in die Lobby kommen oder so. Ja, und die sind alle auf Block setzen. Dann könnte er, glaube ich, auch nicht mehr nachjoinen. Nein, wir wissen ja, dass er nie wieder mit uns spielen wird. Wie, woher wissen wir das? Ja, weil wir immer kicken aus unseren Runden. Das machen die doch extra. Oh, die joinen sofort wieder nach. Was denkst du denn? Ja, die können doch nicht. Wenn du die auf den Blocklist setzt. Ich meine, natürlich muss ich dazu entschuldigen, vielleicht auch für Maff sagen, dass er natürlich ein Deathmatch ist. Aber man sieht doch einfach, Alter, wie blöd muss man denn sein, um zu sehen, wie das Spiel funktioniert. Ja, vor allen Dingen, der knüppelt ja wahllos einfach durch die Gegend. Und der hat es ja auch schon beim Rennen gemacht, ganz ehrlich, da hab ich kein Verständnis mehr für. Boah, der haut einfach jeden nach dem anderen weg. Ja, ist der krasse Boxing-Skills. Ja. Ich glaube, das funktioniert nur. So, ich habe mir die Namen mal notiert. Guck mal, ob ich eine Blockliste finde oder sowas.
Ich habe jetzt mal eine Spielerbeurteilung eingesendet. Als gemiedener Spieler ist der bei mir jetzt auf der Liste. Wo denn? Wo geht denn das? Du gehst auf den Guide-Knopf von der Xbox und dann auf Freunde. Ja. Und dann drückst du zweimal nach rechts, dann kommen die Spieler, mit denen du zuletzt gespielt hast. Und da ist Muff bei mir ganz oben in der Liste. Ah ja, Muff, ja. Ich meine, auf Level Profil. 254 sieht man das. Und dann kannst du unten entweder Beschwerde einreichen oder Spielerbeurteilung einsenden. Kannst du dir aussuchen. Diesen Spieler meiden, ne? Ja, genau. So. Spielverhalten. Übermäßig aggressiv. Alter, ich bin hier alleine die ganze Zeit im Boxen. Was macht ihr? Hier schlagen die ganze drei auf mich ein und mir hilft keiner. Entschuldige, ich musste gerade meine Beurteilung abgeben. Oh, Alter. Entschuldigung, Kevin. Nichts passiert, du hast mich ja nicht getroffen. So, wetten wir, wir kriegen den nicht tot. Ne, irgendwie überhaupt nicht. Jetzt fängt Tundragolf auch noch an. Hör doch auf. Ja, ja, der Tundragolf denkt jetzt, es wäre das Spiel, jetzt nicht umzuhauen, weißt du? Waff, waff! Ja! Boah, schön, schön, Tobi. Ja! Tobi kommt immer mit dem letzten Schlag einfach. Ja, einfach um die Ecke. Aber war gut, ja. Tobi. So ein schönes Spiel. Und jetzt endet es doch in der Schlägerei. Ja, 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 ja. Ich sage ja, die Zeit der Challenges und so ist bei uns abgelaufen. Obwohl, naja gut, wenn man sowas auf die Blockliste packt, dann müsste man konsequent sein einfach. Ja. Ja, ist ja kein Problem, sowas auf die Blockliste zu setzen. Ich finde, ich hoffe. Mich jetzt auch nicht wirklich auf. Ich lache eher ein bisschen drüber, aber ja, ja. Wie dumm. Es ärgert manchmal. Mich im Stillen. Ja, ja, klar, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann. Und wenn ich es halt nur Ausdrücke schade. Fallen lasse, ist das natürlich auch im gewissen Grad spaßig. Ja, ja, ich finde es nur ein bisschen schade, dass wir halt nicht mehr normal spielen können. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, das weil das hat bei GTA Online immer am meisten Spaß gemacht. Ach, schön. Ich bin ins Auto gesessen und umgehauen worden. Im Auto. Ja, mach den fertig. Jawohl, jawohl. Habe ich auch noch nicht erlebt. Boah, schade, dass wir keine Waffen haben gerade, ne? Das stimmt. Ach, jetzt will der Mick C mich wieder aus dem Wagen ziehen. Boah. Alter. Oh, hier ist eine krass. Schöne Rampe. Wo ist denn der Tobi hin? Hier ist eine coole Rampe, aber ich glaube, da kommen wir beide nicht. Hau drauf, Pandoria. Hoch. Pandoria, hau drauf. Oh, wie geil der Sonnenuntergang gerade aussieht. Warte. Boah, ja geil. Komm her, du Sau. Viel schöner als die Fresse von Muff. Alter, den holen wir uns. Komm, Curry. Den holen wir uns. Das denken sich die Eltern auch. Den holen wir uns, diese Schwein. Da rennt er weg, da rennt er weg, der feige Hund. Ja, auf einmal rennt er weg. Oh, der greift jetzt jemand von uns an. Da ist er. Ach nee, oh. Nee, klettert wieder hier hoch. Geh von der anderen Ernst? Seite. Ich geh zurück. Macht der jetzt PvP richtig? Ja, der haut da ab kommt die ganze Zeit. Ja, ich geh nur auf den Muff. Das ist wie ein richtiges Fußball. Das ist geil, mich Tundra Gold. Das ist wie ein richtiges Fußballspiel. Hooligans. Boah, wie der Muff wegrennt jetzt die ganze Zeit. Oh. Fahr ich über den toten Walle? Ja, das bringt gar nichts, wenn im Golf. Bobby, Hilfe! Oh. Du musst boxen, Gronkh, du musst boxen. Nö, ich fahre ja die ganze Zeit mit dem Golfkart hier über den Spielplatz. Aber das ist eigentlich vielleicht auch eine ganz gute Idee. Mit der Halfpipe nochmal eine Runde, ne? Ja. Hallo, Kinder! Wenn ich dann jetzt nicht aus dem Auto gerissen worden wäre. Ah, diese Lampen. Well! Geil, ich bin Skater. Ich bin Skater. Achievement. Sehr gut, Curry. Machst du gut. Well. Dafür bin ich jetzt eine halbe Stunde hinterher gelaufen. Alter, also, wie geil dir die Golfwagen wegfliegen. Boah, völlig überzogen. Wow, Alter. Boah, geil, Alter. Nice, super nice. Ja, hast du aber echt gezeigt hier. Ich muss ein bisschen Anlauf. Aber geht nur mit Anlauf, ne? Von da hinten. Ja. Wie geil das aussieht. Mann, Tobi, ich wollte auch mal. Ich wurde, ja. Angebumst? Ja. Boah, Alter, mein Caddy sieht super geil. Aus. Geil. Ich habe ja einen Triple gemacht, ey. Das war auch nice. Voll die Pirouette. Huch, Benny. Oh, Achtung, Muff taucht wieder auf. Ja, was will der denn?
die aus dem Auto ziehen vielleicht. Gehen diese Golfkarts überhaupt mal irgendwann kaputt? Yeah. Der Mafma, Alter! Der Mafma verfolgt mich jetzt. Geile oh nein! Der hasst mich jetzt, der Mafma. Oh nein, da kannst du ja gar nicht mehr ruhig schlafen. Ja, ja. Oh, Maff. Pass auf, sonst holt er die Schulhofmafia. Gott. Den Mickey Maus Club. Oder er sagt seinem Vater Bescheid, dass du gemein zu ihm warst. Weiß ich, lass ihn gerade sogar noch in Ruhe. Und der Vater ist JVA Dauerkunde. Ja, ja, natürlich. Einer muss ihn ja besuchen, Schokolade bringen, weißt du? Liebe gibt's nicht, Jasse Meka. Komm schon, haut drauf, haut drauf, schön. Mist, ich kann gar nicht mehr lenken, die Karre. Ja, Mann, ja. Nee, ich auch nicht. Alter, nein, jetzt greife ich Pandoria an, auszusehen. Boah, Alter. Du kleiner Wicht. Die lässt sich überhaupt nicht mehr lenken. Ja! Yeah. Endlich ist der Penner weg. Alter. Well. Alter. Oh, der hängt fest, der Wagen. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, definitiv. Ja, der Unterschied ist vor allen Dingen, guck mal, den Currywurst kannten wir vor GTA Online auch nicht, ne? Der sitzt jetzt heute hier mit uns im Teamspeak rum und wir machen Späßchen. Oh, entschuldige, Walle. oh. Und das. Oh, Gewinner! Juhu! Oh ja. Ja, na, ist super Spiel, super, super viel Tor geschossen. Richtig das, verdient. Ey, ja, ja, hat. Das, war einfach ein mega Spiel. Das machen wir nochmal. Aber dann machen wir das irgendwann mal wieder. Und ich würde sagen, dann probieren wir es nochmal richtig zu spielen, ohne Muff Muff und Co. Oh, Controller wieder anschließen, ist der leer oder was? Ist leer? Ich habe eben noch gesagt, dass mein Akku so lange hat, ne? Na ja, 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 hier, guck mal. Mhm. Haben wir noch 12 Mal gestorben. Ah, die Mission an sich finde ich gut, deswegen drücke ich auf Gefällt mir. Das, was draus geworden ist, tut mir echt leid. Ja, das hätte ein lustiges Spiel werden können, aber naja, egal. So. Alles klar. Genau, in der nächsten Folge hätte ich für euch nochmal was Lustiges, glaube ich. Würden wir vielleicht, aber das können wir gleich im Endscreen nochmal bequatschen, glaube ich, ne? Ja, machen wir dann. Okay, bis dahin, Freunde. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ja, tschüss. Ja, ist leider ein bisschen schief gelaufen, jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber da können wir nichts für. Es liegt einfach an übermotivierten Mitspielern, sage ich mal. Und anders als der Currywurst damals zum Beispiel, der sich ja sehr engagiert hat, ne, als auch auf der menschlichen Ebene, lieber Curry, gibt's halt Menschen, die wollen halt immer nur Unbill bereiten und das sind dann halt, weißt ja, wie es ist. Kennst ja. Ja. Kleine Spacken, ey. Ist auch egal, aber die Mission ist super an sich. Die wiederholen wir auch nochmal irgendwann, haben wir schon mal gesagt. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, habe ich nochmal ein lustiges Spielchen für euch mit sehr hoch springen. Oh, bin ich gespannt. Bis dahin. Tschüss. Sky. Was haltet ihr von Maschma? Bin ich eigentlich jetzt immer noch zu laut, oder? Hör mal, nee, was machst du mit meinem genau Auto? Richtig. Ich wollte mal damit rumfahren, Tobi. Lass mich doch mal kurz, bitte. Guck mal, wenn da eine Delle drin ist, ne? Alter. Denk dran, ich habe kein Geld mehr. Pass auf, du. Der Sitz ist schon schön warm. Ui. Alter, was der mit meinem Auto macht. Alter. Huch, ich habe gerade voll den Grafikfehler. Ich fliege in meinem Schrank. Ich habe mich umgezogen und fliege im Schrank. Was ist das denn? Auf nach Narnia. Ja, aber wirklich, Alter. Wie schäbig das aussieht. So, jetzt machen wir mal hier, guck mal. Total schön. Ah.